Mini-Comeback, verspäteter Saisoneinstieg. Beides stimmt. Magdalena Neuner kann nun also erst hier ihre Spuren im Schnee hinterlassen. Ein Infekt kurz vor dem Saisonstart, nachdem sie schon vorher immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Also ich erwarte jetzt da nichts zu Großes. Ich weiß, wie es gelaufen ist die letzten zwei Wochen und es war jetzt nicht optimal. Von daher darf man jetzt nicht erwarten, dass ich da aufs Podest laufe, auf gar keinen Fall. Wenn es besser ist, als ich denke, ist es schön, aber ich mache mir keine zu großen Hoffnungen. Keine Hoffnungen, Neuner kennt das aus dem Vorjahr. Damals auch ein Spätstart mit Platzierungen jenseits der 20 in Ofilzen. Am Ende des Winters hatte sie ihre Ziele dennoch übererfüllt. Was soll diese Saison passieren? Vor zwei Wochen, wo ich noch nicht krank war, war das Ziel eigentlich Gesamtweltcup und Weltmeisterin werden. Also wirklich die höchsten Ziele, die man sich eigentlich stecken kann. Jetzt gerade ist es so ein bisschen zweigeteilt. Klar, Weltmeisterschaft ist auf jeden Fall das Ziel, dass ich da Goldmedaille hole. Aber im Gesamtweltcup wird es halt jetzt ein bisschen schwierig. Wir gehen drei Rennen ab, es gibt kein Streichergebnis mehr. Und da müsste ich jetzt schon ganz schöne Wahnsinnsleistungen bringen, um das noch zu schaffen, denke ich. Im März in Chanty-Mansijsk hatte Magdalena Neuner die große Kugel zum zweiten Mal in ihrer Karriere gewonnen. Der Höhepunkt der Saison lag da aber schon hinter ihr. In Vancouver bei den Olympischen Spielen schrieb und sprach alle Welt nur noch von Gold, Lena. Zweimal Gold, einmal Silber, die olympische Bilanz der 23-Jährigen. Sie genoss den Moment, aber hatte großen Respekt vor dem, was danach kommen sollte. Aber ihr neues Management organisierte Werbe- und Presseauftritte konsequenter, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen war. Das Posieren für die Kamera als die Unschuld vom Lande gefällt Magdalena Neuner nämlich nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich muss aber auch sagen, dass ich diesen Sommer her von den Terminen nicht ganz so viel gehabt habe. Also es war eigentlich schon in Ordnung. Da habe ich schon wesentlich stressigere Jahre gehabt. Aber ja, das Training war natürlich auch hart. Und gerade so diese ganze Olympiazeit, dieser Winter, die ganze Zeit davor, denke ich, hat den Kopf schon auch ganz schön geschlaucht. Also man ist permanent unter so großer Anspannung. Man kämpft für dieses große Ziel, hat dann zwei Wochen Olympia, wo man wirklich total fokussiert auf das ist. Und danach merkt man schon, dass da ganz schön was wegfällt. Und ich denke, da braucht man einige Zeit, um das zu verarbeiten. Und nun steht Magdalena Neuner im Mittelpunkt einer neuen Mannschaft. Nur Andrea Henkel ist vom Erfolgsteam der letzten Jahre noch da. Andere rückten nach, weil Kathi Wilhelm, Simone Hauswald und Martina Beck ihre Karrieren beendet haben. Am Anfang war es schon ein bisschen ungewohnt. Klar, die Kathi war halt auch immer so ein bisschen die Leitwölfin, die eigentlich gesagt hat, wo es lang geht. Das haben wir jetzt in der Art eigentlich überhaupt nicht mehr. Die Trainer wollten zwar, dass die Andrea und ich uns da so ein bisschen vorne dran stellen, aber wir sind beide nicht die Typen dazu. Ich glaube, das weiß man, wer uns kennt. Aber ich finde es harmonisch momentan, es passt gut. Neuer Trainer, andere Hierarchie. Nur bei Magdalena Neuner hoffen alle, dass sie die Alte ist.